Hey, willkommen zurück. Hier ist wieder Tim, dein Boy aus meiner Airbnb-Wohnung. Heute soll es darum gehen, wie du die Frau küssen kannst. Ich habe dir drei verschiedene Techniken mitgebracht. Eine eher für den Anfänger, eine, wie ich sie oft nutze und dann auch eine sehr, ich sag mal Methode, die viel Eier erfordert. Alles drei ist cool. Ich habe selbst mit der Anfängermethode damals begonnen, deswegen kann ich das sehr empfehlen. Aber starten wir einfach direkt mal los und ich erkläre dir, wie du die Frau optimalerweise küssen kannst. Wir beginnen noch mit der Anfängermethode und die ist wirklich super simpel, denn jeder, der das kennt, jeder, der mal anfängt mit den Frauen, Erfolg mit Frauen und dann Frauen versucht zu küssen, ist was? Aufgeregt natürlich. Ne? Jeder ist aufgeregt, das ist ganz normal und deswegen trauen sich viele Männer am Anfang nicht, die Frau zu küssen. Das war bei mir auch so, das ist nichts Besonderes, das ist auch nicht schlecht, wenn es bei dir so ist. Ich erinnere mich daran, dass ich damals vor meinem ersten Kuss so unsicher war und ich wusste, wie das gemacht wird, dass ich über 2 Jahre lang ganz viele Möglichkeiten ausgelassen habe, Frauen zu küssen, wo eigentlich die Möglichkeiten wirklich da waren. Das war so, als ich 15, 16 war. Ich habe die Möglichkeit einfach ausgelassen, weil ich mich nicht getraut habe. Und das ist natürlich schade, weil viele Sachen dadurch einfach verloren gegangen sind und bestimmt auch einige Frauen, mit denen ich hätte theoretisch zusammenkommen können, verloren gegangen sind. Deswegen sehr, sehr schade. Also, wenn du am Anfang bist und das noch ein bisschen so eine aufregende Sache für dich ist, alles cool, verstehe ich, vollkommen in Ordnung, benutzt die Anfängertechnik. Die Anfängertechnik ist, dass du der Frau, wenn du sie küssen willst, einfach sagst, hey, mach mal deine Augen zu. Ganz simpel, viele von euch kennen es vielleicht, hey, mach mal deine Augen zu, ist super, weil erstens findest du dadurch heraus, ist sie schon bereit für den Kuss, weil wenn sie die Augen nicht zumachen will, und da haben wir in dem Video von vorgestern darüber gesprochen, dann weißt du, okay, sie vertraut dir noch nicht genug und wäre wahrscheinlich auch für den Kuss nicht bereit. Das ist super, weil dann musst du den Kuss gar nicht probieren, sondern kannst ihn später probieren. Also du sicherst dich quasi nochmal zusätzlich ab, gerade sinnvoll für den Anfänger. Ja, wenn sie die Augen nicht schließt, dann weißt du, okay, sie hat noch nicht genug Vertrauen aufgebaut, um die Augen zu schließen. Heißt, sie hat wahrscheinlich auch noch nicht genug Vertrauen aufgebaut, um dich zu küssen. Muss nicht immer so sein, kann aber so sein. Was du dann machst, ist einfach mit ihr weiter zu quatschen und es später nochmal zu probieren. Wenn sie jetzt die Augen zumacht, dann kannst du einfach dir deine Zeit nehmen, atme ruhig nochmal ein, dann beugst du dich vor und küsst sie einfach. Das ist deswegen die Anfängermethode, weil du dir diese Spannung, diesen Druck rausnehmen kannst, der entsteht, wenn ihr euch aktiv näher kommt und sie sieht, was du da machst, nämlich versuchen sie zu küssen. Das ist also die Anfängermethode, einfach zu sagen, hey, mach mal deine Augen zu, ich zeig dir was Cooles. Hey, mach mal deine Augen zu. Ich habe, glaube ich, damals sogar gesagt, hey, mach mal deine Augen zu, ich zeig dir einen Zaubertrick. Gerade für die Anfänger ist es eine super Sache. Wie gesagt, wenn sie die Augen nicht schließt, weißt du, sie ist noch nicht bereit und dann probierst du es später nochmal. Super Technik für dich als Anfänger. Die zweite Sache, und die bezieht sich jetzt eher darauf, wenn du gerne auch schon ein bisschen fortgeschritten bist und dann nicht mehr die Probleme hast, ist die Massagetechnik. Die benutze ich sehr gerne, habe ich in manchen Videos auch schon von erzählt. Ja, das ist so, die Frau ist dann bei mir zu Hause, wir haben was gekocht, wir chillen bei mir im Zimmer und ich habe in meinem Zimmer diesen Sessel, den hast du auf manchen Videos schon gesehen und man kann sich vor den Sessel auf den Boden setzen. Und was ich dann oft mache, ist, dass ich zu ihr sage, hey, setz dich mal hin, ich massiere dich oder hey, setz dich mal vor den Sessel. Meistens sage ich nur, hey, setz dich mal vor den Sessel, denn wenn du sagst, hey, setz dich mal vor den Sessel, ich massiere dich, dann lädst du damit gleich wieder Widerstand ein, wo sie sagen könnte, ah nein, ich bin mir nicht sicher. Deswegen sag einfach nur, hey, setz dich mal vor den Sessel und dann massierst du sie einfach. Das heißt, du sagst es nicht, sondern du machst es. Ja, du gehst ja auch nicht zu McDonald's und sagst, hey, ich würde gerne einen Cheeseburger bestellen, sondern du sagst, ich möchte einen Cheeseburger. Du redest nicht davon, was du gerne machen würdest, sondern du machst es einfach. Ne? Dann massiere ich sie halt. Ja, ich massiere sie hier so ein bisschen am Nacken und das habe ich schon mal genauer erklärt in einem anderen Video. Verlinke ich dir hier nochmal drunter das Video zum Thema Kochdate. Erster Link in der Beschreibung. Ziehe sie so ein bisschen am Nacken, ne? Und dann arbeite ich mich mit dem Massieren so ein bisschen hier vor. Dann komme ich so ein bisschen in diese Gegend, gehe vielleicht auch ein bisschen durch die Haare und mit der Zeit werde ich dann so ein bisschen wilder. Und das ist super, denn du kannst gucken, wie die Frau darauf reagiert. Atmet sie schneller? Merkst du, sie wird mehr erregt, perfekt, dann kannst du dem Kuss näher kommen. Ja, dann gehe ich so ein bisschen durch die Haare, dann vielleicht ein bisschen hier so lang, so ein bisschen hier und dann wieder ein bisschen zum Rücken, wieder ein bisschen entspannter, wieder ein bisschen schneller. Und irgendwann ist es einfach so, dass ich sie so hier nehme, so ein bisschen am Kinn, sie ein bisschen zu mir drehe und dann einfach sie küsse. Und das ist super, weil du hast sie schon durch das Massieren so ein bisschen aufgewärmt und das erhöht einfach die Chance, dass sie dann bereit ist für den Kuss. Sie ist körperlich entspannt,
du hast Körperkontakt aufgebaut. Zum Thema Körperkontakt werde ich auch nochmal ein Video machen jetzt in den kommenden Tagen und Wochen. Sie ist also schon aufgewärmt und jetzt ist es super einfach, sie dann zu küssen. Das ist die Massagetechnik, eine super Technik, die einfach den Vorteil von Massage gleich mit reinnimmt, nämlich dass du sie körperlich entspannst. Das macht es gleich viel einfacher. Natürlich könntest du die Sachen noch kombinieren und erst die Massagetechnik machen, ohne sie zu küssen, und dann die Augen-zu-Technik machen. Ja, auch diese beiden Sachen könntest du kombinieren, um es nochmal leichter zu machen, sage ich mal. Aber die Massagetechnik steht in meiner Welt für sich alleine. Und dann die dritte Variante, wie du eine Frau küssen kannst, die, ich sag mal, direkte Eierhaben-Variante. Das ist wirklich die Variante, wo du die Frau direkt küsst, ohne sie groß vorher aufzuwärmen. Klar, du kannst sie vorher aufwärmen oder ohne den Augen-zu-Move zu machen. Das ist dann wirklich der Moment, wo ihr euch vielleicht schon länger in die Augen schaut, du sie so ein bisschen angrinst, du sie zu ihr sagst, komm mal rüber, komm mal her oder gib mir mal deine Hand, sie zu dir ranziehst, ihr die Augen schaust, sie am Nacken reichst und dann ganz langsam und wirklich genussvoll zum Kuss ansetzt und sie küsst, während ihr starken Augenkontakt habt. Und das ist natürlich offensichtlich die Variante mit den meisten Eiern, wo man die meiste Eier für braucht, weil du schaust sie direkt in die Augen, da entsteht Spannung, sie wird vielleicht ein bisschen unsicher sein, aufgeregt sein, du wirst aufgeregt sein und dann küsst du sie. Das ist, sag ich mal, die geilste Methode, sie zu küssen, weil einfach am meisten Spannung aufgebaut wird. Klar, wenn du ihr sagst, mach mal deine Augen zu, dann ist da eben nicht besonders viel Spannung aufgebaut worden, aber wenn du diese direkte Eiertaktik benutzt, dann baut das sehr viel Spannung auf. Aber das ist natürlich auch die Variante, wo du am mutigsten sein musst, weil es ist sehr direkt, eine sehr direkte Variante, wo auch die, ich sag mal, Ablehnung, wenn sie nicht bereit ist, dich zu küssen, auch hart rüberkommen kann. Ja, wenn du jetzt nicht genau weißt, wie schaffe ich sie zu küssen, wenn sie jetzt vielleicht im ersten Moment doch nicht will, dann schau dir nochmal das Video von vorgestern an, da habe ich es nämlich genau erklärt. Und wenn du nicht genau weißt, wann ist der perfekte Zeitpunkt, sie zu küssen, dann schau dir das Video von gestern an, denn dort habe ich das genau erklärt. Na, also das zu diesen drei Methoden, die Augen-zu-Methode, die Massagemethode, die man gerne auch kombinieren kann, und die direkte Methode, wo du ihr in die Augen schaust, so ein bisschen so grinst, dieses, ja, ja, du weißt, was kommt, komm mal kurz her, gib mal kurz deine Hand oder einfach näher kommst, ihr die Hand in den Nacken legst und dann einfach wirklich ganz langsam und genüsslich sie küsst. Natürlich kannst du auch die direkte Variante mit zum Beispiel der Massagevariante kombinieren, das heißt, du könntest erst massieren, dann die anschauen und dann die direkte Variante machen, auch möglich. Du kannst die direkte Variante auch gerne mit ein bisschen Spannungsaufbau vorher schon machen, dass du vorher schon ein bisschen Körperkontakt mit ihr hattest. Aber die direkte Variante ist einfach die mit den meisten Balls. Jedermann sollte das mal gemacht haben, jedermann sollte dazu fähig sein. Aber keine Sorge, wenn du am Anfang stehst, mach ruhig die Augen-zu-Variante. Denn ich kenne es, wie gesagt, von mir selbst, dass ich damals so viel Angst davor hatte, dass ich mich das gar nicht getraut habe. Und hätte ich die Augen-zu-Variante gekannt oder früher gewusst, hätte ich auch früher Frauen küssen können. Geil, dass du dabei warst. Wenn du eine Frage zu dem Thema hast oder einen Videovorschlag, gerne in die Kommentare. Ansonsten, geil, dass du hier warst. Freut mich. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich fürs Online-Coaching bewerben. Das ist komplett kostenlos und du bekommst nochmal viel mehr Informationen, als du hier auf dem Channel bekommst. Unbedingt eintragen, wenn du es noch nicht gemacht hast. Komplett kostenlos. Unten rechts in der Ecke geht es zum Video, wo ich dir zeige, wann du am besten die Frau küssen solltest. Geil, dass du hier warst. Morgen sehen wir uns wieder. Bis dahin. Ciao.